Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um einen kurzen Vergleich zwischen der Nintendo Switch und der PS Vita. Der Vergleich ist natürlich nicht fair, da die Vita nun schon seit 6 Jahren auf dem Markt ist und die Switch gerade einmal ein Jahr. Da es aber bis auf die Vita nichts Vergleichbares für die Switch gibt, muss sie da leider trotzdem durch. Als erstes sehen wir uns mal beide Konsolen von außen an. Die PS Vita hat einen 5 Zoll Touchscreen mit einer Auflösung von 960x544 Pixeln, was für die Größe der Vita auch fast perfekt ist. Wir haben hier zwei Analogsticks, die jedoch nicht drückbar sind. Die Funktionstasten, Start und Select. Dann haben wir auch noch einen Home-Button, das D-Pad und noch zwei Schulter-Button. Die PS Vita hat auf der Rückseite noch ein Touchpad, welches als L2, L3 und R2, R3 genutzt werden kann. Wir haben auch noch zwei kleine Griffmulden. Bei der Switch haben wir einen 6,2 Zoll großen Touchscreen mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln. Wir haben auch hier wieder zwei Analogsticks, welche aber drückbar sind und somit wie bei einem normalen Controller. Hier haben wir kein richtiges D-Pad, sondern vier einzelne Richtungsknöpfe. Das gefällt mir bei der Vita besser. Wir haben eine Screenshot-Taste. Das kann man bei der Vita ebenfalls über eine Tastenkombination machen. Wir haben ebenfalls einen Home-Button, die vier Funktionsknöpfe. Oben haben wir vier Schultertasten, was bei komplexeren Spielen von Vorteil ist. Oben haben wir auch noch lauter leiser, dann einen Austaster, einen Lüftungsschlitz, Kopfhörerausgang und einen Slot für die Gamecard. Bei der Vita haben wir natürlich auch die Ein- und Austaste, PS Vita Card Slot, einen Anschluss, der nicht genutzt werden kann, lauter leiser, zwei Kameras, den Kopfhöreranschluss, den Ladeanschluss und leicht versteckt der Slot für die Speicherkarte. Die Switch hat auf der Rückseite noch den Standfuß, auf dem die MicroSD-Karte hineinkommt. Und den Lufteinlass, aber kein Touchpad. Auf der Unterseite ist noch der USB-C-Anschluss und der Infrarotsensor. Die Nintendo Switch ist länger und größer als die PS Vita, diese ist jedoch dicker. Die Switch ist mit 400 Gramm etwas schwerer als die PS Vita, die mit gerade einmal 260 Gramm leicht ist. Die PS Vita kann aber auch einfach in die Hosentasche eingesteckt werden, was bei der Switch nicht der Fall ist. Diese passt höchstens in eine Manteltasche und ist auch dort nicht bequem zu tragen. Hier empfiehlt es sich, die Switch einfach mit der Hand zu tragen oder eben einen Rucksack zu verstauen. Beide Konsolen haben ein sehr einfach aufgebautes Betriebssystem, auf das ich jetzt aber nicht zu sehr eingehen will. Wichtig ist, dass die PS Vita sowohl Musik als auch Filme abspielen kann, was eine Nintendo Switch nicht kann. Hinzu kommt auch noch, dass ich mit der Vita eine PS3 bzw. PS4 steuern kann, was bei der Switch aber nicht nötig ist, da sie auch gleichzeitig eine stationäre Konsole ist. Auch bei den Speichermedien gibt es gewisse Unterschiede. Bei der PS Vita haben wir Vita Gamecards, welche bis zu 4 GB Speicher haben. Die Nintendo Switch Gamecards haben bis zu 32 GB und zukünftig sind Kapazitäten bis 64 GB geplant. Also für große Spiele hat die Switch ausreichend Platz. Als Hauptspeicher benutzt die PS Vita eigens dafür gefertigte Speicherkarten, welche bis zu 64 GB groß sind, aber unverschämt teuer. Bei der PS Vita Slim ist 1 GB Speicher schon in der Konsole verbaut, bei meiner aber noch nicht. Die Switch hat 32 GB internen Speicher und nutzt ganz normale MicroSD-Karten mit bis zu 2 TB. Die Preise für diese Karten sind aber um einiges billiger als die der PS Vita und somit hat die Switch in Sachen Speichermedien die Nase vorne. Jetzt kommen wir aber zum Wichtigsten, den Spielen. Hier sieht es für die PS Vita natürlich nicht ganz so rosig aus, da es schon seit Jahren keine großen neuen Spiele für die Vita gibt, da die Verkaufszahlen in Europa und Amerika nicht so gut waren. In Japan hat das alles ein bisschen anders ausgesehen und für diesen Markt gibt es auch bis heute noch sehr viele gute Spiele. Bei uns ist jedoch die Zeit der neuen Spiele vorbei, was natürlich nicht bedeutet, dass man die Vita nicht mehr kaufen braucht. Auch ältere Spiele machen Spaß und vor allem die ersten paar großen Spiele wie zum Beispiel Uncharted, Gravity Rush, Little Big Planet, Super Stardust und auch Killzone waren richtig gut und vom Umfang her auch sehr beeindruckend. Die Switch ist ja noch am Anfang ihres Konsolenlebens und immer mehr Spielehersteller sagen der Konsole ihre Unterstützung zu. Und da die Switch auch einiges an Leistung hat, werden auch noch viele große und komplexe Spiele hierfür erscheinen. Derzeit ist das Angebot natürlich noch nicht so groß wie das von der Vita, aber es sind schon genug gute Spiele draußen, wie zum Beispiel Mario Kart, Skyrim, Rayman, Mario Odyssey, Doom und natürlich Zelda. Vom Spielangebot her ist meiner Meinung nach die Switch auf dem besseren Weg, was vor allem an der großen Unterstützung liegt
und an der hohen Leistung für eine tragbare Konsole. Und dazu kommen noch ein paar Vorteile der Switch. Da sich im Gegensatz zur PS Vita nicht als reine Handheld-Konsole, sondern als Hybrid entwickelt wurde, kann man sie auch stationär nutzen und auch daheim vom großen Fernseher gemütlich spielen. Dazu kommt dann auch noch, dass im stationären Modus die Grafikleistung erhöht wird und dann der Abstand zur PS Vita noch größer wird. Ich finde, hier liegt auch der große Vorteil der Nintendo Switch zur PS Vita. Die PS Vita ist gut, um unterwegs zu spielen, besser als die Switch, da sie ja noch eine Spur kompakter ist, aber sie ist eben nur dafür gedacht. Wenn man dann zu Hause ist, möchte man lieber auf der PS3, PS4 am Fernseher weiterspielen, weil es einfach gemütlicher ist. Bei der Switch empfällt das, da sie eben beides ist, Handheld und stationäre Konsole. Das ist der Grund, warum die Switch zumindest bei mir die Vita ersetzt hat, da ich nun das gleiche Spiel unterwegs als auch zu Hause in Ruhe spielen kann, ohne irgendwelche Unterbrechungen oder Probleme. Auch, dass man mit ihr unterwegs zu zweit spielen kann, finde ich echt gelungen, da man ja im Zug oder Flugzeug nicht immer alleine ist und sich somit zu zweit beschäftigen kann. Ein kurzes Fazit von mir. Die Vita ist eine tolle tragbare Konsole, die leistbar ist und mit der man unterwegs auch echt viel Spaß haben kann. Die Switch hingegen ist an Leute gerichtet, die die großen Spiele auch unterwegs und zu Hause spielen wollen. Das war das Video. Falls wer Fragen oder ähnliches hat, kann man sie gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.